Hallo und herzlich willkommen, ich grüße euch zum Wochenausblick hier bei Kachelmann Wetter. Was hat mich dieses Tiefdruckgebiet geärgert? Wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch andere Meteorologen. Das zieht jetzt noch am Montag weiter Richtung Nordsee. Es sollte ja erst so eher Richtung Ostsee ziehen und deswegen war das eben alles sehr unsicher, wie sich das mit dem Regen und vor allem auch mit dem Schnee verhält. Was ist übrig geblieben? Nicht mehr viel in Sachen Schnee. Wir sehen die Schneehöhe für Montagabend. Da wird vor allem noch betroffen sein in Sachen Schnee, so die Eifel, Hunsrück, also so die äußersten westlichen Mittelgebirge. Da kommt dann eben noch was an Schnee zusammen. Durchaus in der Eifel können mal 5, in den höchsten Lagen vielleicht auch mehr Zentimeter runterkommen. Ansonsten der Schnee kein großes Thema. Hier und da vielleicht auch mal am Montag noch im Sauerland ein paar Flocken. Dieses Tiefdruckgebiet, das wird eben den Westen und auch so den Nordwesten noch länger beschäftigen. Wir schauen hier mal auf die Wetterlage, wie sie sich am Dienstag darstellen wird. Da sehen wir das Tief immer noch so über der Nordsee. Das heißt unbeständig mit Regenfällen, vor allem so nach Nordwesten hin in Deutschland noch. Was tut sich dann im Verlauf der Woche? Und zwar sehen wir dann am Donnerstag, da wird sich die Großwetterlage umstellen. Wir liegen dann zwischen einem Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik und einem richtig kräftigen Russenhoch, einem Hoch über Russland also. Und dazwischen, da stellt sich dann so eine südliche, südöstliche Höhenströmung ein, mit der dann milde Luft, vor allem aber in der Höhe, zu uns weht, aber es wird auch in tieferen Lagen dann häufig etwas milder werden zumindest. Also auch mal zweistellige Höchstwerte können wir dann tagsüber durchaus erreichen. Insgesamt muss man sagen, dass diese Großwetterlage mit diesem Tief auf dem Atlantik, dem hoch östlich von uns, winterfeindlich ist sozusagen. Also mit Schnee hat man da schon gar nicht zu rechnen, weil es in der Höhe vor allem einfach viel zu mild ist. Und eben auch die ganz große Kälte kommt natürlich nicht aus Süden. Dazu müssten die Druckgebilde umgekehrt sein. Das hoch auf dem Atlantik, das tief östlich von uns. Dann würden wir in einer nördlichen Strömung liegen und dann würden wir eben auch eher winterliches Wetter bekommen. Also da in die Richtung ist erstmal nichts in Sicht. Wir schauen uns auch noch an, was die Niederschlagsmengen bringen in dieser Woche. Da sehen wir zunächst mal bis Freitag eben vor allem im Westen noch diese größeren Mengen. Die hängen mit diesem Tiefdruckgebiet zusammen, kommen also am ehesten noch so bis Montag, Dienstag zusammen. Ansonsten wird nicht viel bei rumkommen. Es wird sich insgesamt so leicht unbeständiges Wetter einstellen, also auch mal viele Wolken, vor allem nördlich der Mittelgebirge, wo es so ein bisschen mit dem Südostwind die Wolken vertreibt, kann auch mal länger die Sonne durchkommen. Ansonsten eher leicht unbeständiges Wetter nach Osten hin, da kann es im Verlauf der Woche auch mal etwas regnen. Im Großteil aber keine großen Regenfälle für Deutschland. Häufig wird es für die allermeisten auch trocken sein. Wir blicken dann noch auf 10-Tage-Trends, die das ganz gut widerspiegeln. Zunächst hier für Dortmund sehen wir vor allem in der zweiten Wochenhälfte dann noch ein Anstieg der Temperaturen, durchaus eben mal zweistellige Höchstwerte dann und so im weiteren Verlauf keine große Bewegung ist da wahrscheinlich bei den Temperaturen drin. Wir blicken noch auf einen anderen Trend weiter nach Osten hier für Dresden. Da ist ja schon die etwas mildere Luft angekommen bzw. kommt ja heute am Sonntag auch schon an. Auch hier eher zweistellige Höchstwerte, also von Winterwetter oder so ist da noch gar nichts zu sehen. Und dann den Trend könnt ihr natürlich für euren Ort schauen. Den Link stelle ich euch hier oben rein. Schaut einfach mal nach, wie sich das Wetter entwickelt. Also der November, der dümpelt dann so vor sich hin. Es ist keine allzu große Bewegung in der Wetterlage drin. Nichts Spektakuläres, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Bis dann und ciao.